Abtern, ich kann Sie zunächst beruhigen. Also es wird keine Hass- und Hetzparolen von mir geben und auch keine Antifa-Sprüche, so wie von Herrn Schulz vorhin. Ich wollte mich kurz sachlich mit der Rede von der Frau Merkel auseinandersetzen. Misthaufen, Herr Schulz, kommt übrigens in meiner kurzen Ansprache auch nicht vor. Frau Merkel, ich habe Ihrer Rede zugehört. Ich muss gestehen, das war die einzige und erste Rede, der ich bisher zugehört habe, die Sie gehalten haben. Und ich muss sagen, ich hätte die Zeit besser verwenden können, als Sie hier abzusetzen. Nachdem Sie dann zu 80% in Ihrer Rede allgemein durch die deutsche, europäische und die Weltpolitik meanderten, hatten Sie sich ja ganz am Anfang versucht zu positionieren zu den Verbrechen, die von den Migranten in Deutschland ausgehen. Das waren allgemeine Aussagen, die Sie da betroffen haben. Für mich war das eine Verhöhnung der Opfer, die täglich Ihrer Politik geschuldet sind, der Opfer von Messerattacken, der Opfer von Körperverletzungen und der Opfer von Vergewaltigungen. Dass Sie sich hier nicht klar und eindeutig positioniert haben und gesagt haben, dass Sie gegen Migrantenkriminalität sind, dass Sie sich hier nicht klar und eindeutig positioniert haben und gesagt haben, Sie sind gegen die Kriminalität, die von linken Spinnern auf unseren Straßen tagtäglich ausgeht, die Menschen angreifen, die Menschen bespucken, die Menschen bewerfen, die Menschen beleidigen. Das lässt tief blicken, Frau Bundeskanzlerin. Dass Sie nicht ganz klar sich positioniert haben gegen Herrn Steinmeier, der dazu aufgerufen hat, ein Konzert von Musikgruppen, sogenannten Musikgruppen zu besuchen, die primitivste Hass- und Gewaltpropaganda verbreiten, Frau Merkel. Das lässt tief blicken. Drei Fragen habe ich an Sie. Wer trägt Ihrer Auffassung nach dafür politisch Verantwortung, dass wir hunderttausendfach, millionenfach illegale Einwanderung in Deutschland haben? Wer trägt Ihrer Auffassung danach für Verantwortung, dass wir hunderttausendfach Aufenthalte haben in Deutschland, die beendet werden müssten, Frau Merkel? Wer trägt Verantwortung für die Zustände, die bei uns auf den Straßen herrschen? Dazu haben Sie kein einziges Wort gesagt. Am Ende haben Sie gesagt, Sie gehen Schritt für Schritt weiter. Wer die Verantwortung in diesem Lande trägt für die politischen Zustände und die Zustände auf den Straßen, dazu kam von Ihnen nichts, Frau Merkel. Frau Merkel, zwei weitere Herr Kollege Fragen. Brandner. Sie sprachen noch über eine Ausgrenzung. Herr Kollege Brandner, Zwischenbemerkungen müssen kurz sein. Drei Minuten. Entschuldigung, das entscheidet übrigens der Präsident. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja, zwei Fragen habe ich noch. Sie sprachen sich gegen die Ausgrenzung von Gruppen aus. Wie halten Sie es mit der Ausgrenzung der AfD, die tagtäglich überall stattfindet? So. Und letztendlich, Frau Bundeskanzlerin, wann erlösen Sie uns durch einen Rücktritt? Vielen Dank. Frau Bundeskanzlerin, wollen Sie antworten? Dann erteile ich als nächstem Redner dem Abgeordneten Christian Lindner, FDP, das Wort.